Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute drehen die liebe Sarah, Isabel und ich unser Hashtag ungeschönt Video für den Monat Juni. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine liebe Freundin Sarah, Isabel und ich machen das ja jeden Monat und diesen Monat haben wir uns als Thema ausgesucht, dass wir ein Fullface mit LGBTQIA+ Marken, sage ich mal, machen oder Ally-Firmen. Also quasi entweder die selber zu der Community gehören, also LGBTQIA+ Gründer, Gründerinnen oder Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, ne? Oder eben Allies, das heißt diejenigen, die dann entsprechend auch diese Marken, Community supporten. Und ja, da ist doch einiges in meiner Sammlung gewesen, was ich da verwenden konnte, denn wir möchten auch gerne in diesem Format nicht so wirklich neue Produkte euch zeigen, also nicht extra dafür shoppen gehen oder so, sondern wir bedienen uns unserer Sammlung und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die liebe Sarah Isabel das umsetzen wird. Die hat heute um 19.30 Uhr ihre Premiere zu dem Video, also schaut da super gerne mal vorbei. Und dann würde ich mal sagen, starten wir. Sammy kommt hier, glaube ich, auch gerade hochgestiefelt. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Primer, den habe ich hier von Jekka Black, der war mal in der Box mit drin, das ist der Hydrate Primer. Der Primer kommt hier wirklich wie eine ganz normale Creme aus der Tube und damit werde ich jetzt einfach mal mein Gesicht hydratisieren, obwohl ich natürlich auch schon Gesichtspflege und eine Sonnencreme drauf habe, aber ein Primer ist ja auch immer eine ganz schöne Sache, um nochmal eine Verbindung zum Make-up zu schaffen. Und natürlich das Make-up haltbarer zu machen. Auf den ersten Blick gefällt er mir aber schon mal ganz gut, weil der auch wirklich Feuchtigkeit spendet und gut, ja, Glow gibt, ne, dadurch auch ein bisschen. Okay, jetzt kommen wir zu einer Foundation. Die mag ich so gerne. Fenty Beauty, die Eavesdrop Foundation, habe ich in der Farbe 3. Die ist sehr, sehr flüssig, also die muss man immer schütteln, bevor man die verwendet. Mit einem Pinsel von Gender X Beauty, also der Marke von dem lieben Marvin, werde ich die Foundation einmal in meinem Gesicht verteilen. Das finde ich jetzt übrigens auch eine ganz interessante Marke, wo ihr mal vorbeischauen könntet, habe ich euch auch in die Infobox gepackt. Denn die Preise sind wirklich sehr, sehr erschwinglich, auch von den Lidschattenpaletten und so, ne? Also ja, und eine gute Qualität hast du auch mit dabei bei den Pinseln. Die habe ich jetzt auch schon einige Male gewaschen, das funktioniert wirklich toll. Die Foundation werde ich mir einarbeiten mit dem Schwämmchen, was Maximia in Kooperation mit Lovier rausgebracht hat. Meins ist ein bisschen verfärbt, weil ich das ja auch immer in eine Waschmaschine packe. Und apropos Maxim, ihr bekommt auch immer noch bei Purish die Mystery Box bzw. die Purish Pride Box, die Maximia dieses Jahr herausgebracht hat. Und könnt mit 20 Claudis Welt darauf 20 Euro sparen. Also schaut super auch gerne dort mal vorbei. Eine sehr leichte Foundation, die wirklich, wirklich toll auch matcht, finde ich. Ne? Mit einer angenehmen Deckkraft, nicht zu viel, nicht zu wenig, wirklich gut geeignet für den Sommer. Jetzt nehme ich einen Concealer, da habe ich von Kimchi Chic, von Beauty Bay habe ich mir das mal bestellt. The Most Concealer habe ich in der Farbe TMC02 Peachy Ivory. Der ist wirklich hell, ne? Ist eigentlich eher so ein Winter-Concealer für mich. Den arbeite ich mir einfach direkt jetzt auch mal mit dem Schwämmchen ein. Der hält schon sehr, sehr stark auf, ne? Also das würde ich jetzt nicht zum Spot-Concealing oder so verwenden, sondern wirklich nur, um unter den Augen die Augenschatten halt entsprechend zu kaschieren. Dann habe ich hier von Essence aus der Kooperation mit Merve den Super Coverage Eyeshadow Base Eye Primer. Der ist wirklich, wirklich toll. Der hat auch eine Deckkraft mit dabei. Und dann verwende ich von Made by Mitchell den Blush in der Farbe Cold Heart. Also das kalte Herz kommt jetzt auf die Wangen drauf. Das ist schon eine krasse Farbe, ne? Also wirklich ein kühles Rosa. Also rosa-pink, wirklich, wirklich, wirklich krass. Oh mein Gott, was habe ich mir nur dabei gedacht? Dafür verwende ich jetzt aus dem Letizia mit Maxim Pinselset, das bekommt ihr, glaube ich, auch immer noch bei Maxim im Onlineshop, den 1er ist das, glaube ich, ja, den großen, und trage mit dem Blush auf. Oh mein Gott, wow. Keine Sommerfarbe, Leute, definitiv nicht. Das ist eher so wirklich, also alter Schwede, ist halt sehr kühl, da würde ich das dann eher so im Winter verwenden. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Das ist zu viel. Das ist zu viel. Solltet ihr aber die Farbe total super finden, bekommt ihr die sicherlich auch bei Purish im Online-Shop, ne? Das ist schon intensiv. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das mag oder ob ich das irgendwie zu drüber finde. Ich verwende jetzt von Luna Beauty einfach mal das Lippenöl, habe ich hier in der Farbe Dermi. Finde ich einfach total klasse. Ich mag gerne Lippenöle zu verwenden, nachdem ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe. Oder halt auch generell so im Alltag, ne? Weil das ja auch Lippenpflege mit dabei hat. Sehr, sehr angenehm. Jetzt verwende ich von Nimya, das ist die eigene Marke von Niki Tutorials, das Set It and Forget It Setting Spray. Das ist dieses hier.
Da kommt sehr viel raus. Es ist auch parfümiert, aber es ist wirklich ein ganz tolles Setting Spray, was ich sehr, sehr empfehlenswert finde. Und dann gehe ich noch mal einmal kurz mit einem Schwämmchen drüber. Beziehungsweise Quatsch. Ich habe doch auch hier von Nimia diesen großartigen Ventilenti. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann verwende ich ein Setting Powder. Da habe ich von M. Asam das Magic Finish Final Touch Setting Powder. Das ist dieses hier. So ein wirklich schönes, loses Puder. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Mit so einem Netz hier drin. Und dann nehme ich auch von Giacomo Cosmetics, beziehungsweise mittlerweile heißen die ja auch Magiamo, dieses süße kleine Puffelherz. Muss ich aber andersrum verwenden, weil ich die Spitze ganz gerne nehme und kann dann das Puder, was ich so ein bisschen auch abklopfe, unter meinen Augen sehr schön einarbeiten und mache damit einen ganz tollen Weichzeichner-Effekt. Und das gebe ich mir auch direkt auf mein Lid, auf mein Auge drauf, ne? Ich mag Maxims Puffeldinger total gerne. Die sind so weich und es fühlt sich angenehm auf der Haut an. So nämlich, ne, haben wir die untere Augenpartie und die obere Augenpartie, einfach die Augen drumherum so ein bisschen gesettet. Und für das komplette Gesicht verwende ich hier von Catrice das Poreless Perfection Powder. Das ist dieses hier. Finde ich auch richtig, richtig gut. Universal Shade ist da die Farbe. Da nehme ich auch einen Pinsel aus dem Pinselset von Gender X Beauty. I got hit the pen. Winzig klein. Na, wer sieht's? Aber vorhanden. Wenn ich Puder auftrage, ist es bei mir auch wirklich so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr wirklich streife, sondern ich tupfe das nur noch so ein und finde, dass ich damit auch so ein bisschen besser Kontrolle habe. Weil ansonsten hatte ich das öfters mal, dass wenn ich dann Puder mit streichenden Bewegungen eingearbeitet habe, dass mir die Base dann auch zu schnell verrutscht ist. Ne? Das will ich natürlich nicht. Außer hier unten am Hals, da kann ich streifen. Das ist Pelle. So, das Hit the Pan ist ganz schön groß geworden jetzt hier bei unserem Schminki, Leute. Ne? Wahnsinn. Krass. Ist aber auch ein ganz großartiges Puder, das kann man nicht anders sagen. Das habe ich auch schon viel und gerne verwendet. Auch eine Ellie-Marke ist Hatice Schmidt Labs. Da habe ich hier den Bronzer in der Farbe Light. Das ist ein ganz toller Bronzer, damit also kannst du nichts verkehrt machen. Der ist auch nicht totmatt, sondern hat auch noch ein bisschen Bewegung mit dabei. Und den kann man schön auftragen, aber auch schön aufbauen. Den mag ich einfach gerne leiden. Es ist schön aufgewärmt und sieht wirklich, wirklich echt gut. Ich mag das. Jetzt habe ich hier aus der Limited Edition von Riva Loves Me mit Maxime Holy Grails den Highlighter. Der ist schon krass. Den kann man sich natürlich auch übers komplette Gesicht auftragen. Auch hier wieder ein Pinsel. Nee, dann nehme ich einen anderen. Dann nehme ich jetzt mal einen von Made by Mitchell. Genau, den hier, ne? Hat Maxime gesagt, den kannst du dir theoretisch als Finishing Powder übers ganze Gesicht geben. Ist mir im Sommer eigentlich ein bisschen zu viel, weil ihr seht ja auch, ne? Also ich bin wirklich schon sehr glowy unterwegs. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Pinsel und trage mir den einfach punktuell hier oben an den zu highlightenden Stellen einfach auf. Was man natürlich machen kann, jetzt gerade so im Sommer und wenn man hier so, ne, schlüsselbeinfrei sitzt, dass man sich irgendwie auch einen großen Pinsel nimmt oder einen kleinen, je nachdem, wie man so Bock hat. Ich mache dann immer so und highlighte dann hier diese Knochen. Das sieht dann auch irgendwie immer so ein bisschen nice aus. Ja, was ein Feenglanz, ich sag's euch, ne? Sieht schon irgendwie schon gut aus. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da bleiben wir jetzt mal bei Riva Loves Me. Da habe ich nämlich aus der On My Desk Limited Edition diesen 4-Brow-Liner mir mal gekauft. Aber der hat schon Farben, die bei mir sehr, sehr gut funktionieren. Die helle Farbe funktioniert eigentlich recht gut. Aber vor allem dieser topige Ton, der so ein bisschen gräulich auch unterwegs ist, ne? Der funktioniert bei mir so richtig, richtig gut. Und natürlich schaue ich in den Giacomo-Spiegel rein. Huch, da bin ich jetzt aber sehr, sehr künstlich geworden. Ups, das war nicht meine Absicht. Auch vor allem sehr dunkel, ne? Oh je. Aber man kann es halt schön ausbürsten und dann wird das Ganze etwas natürlicher. So ist besser, ne? Es ist halt einfach eine ganz, ganz tolle Farbe, kann ich nicht anders sagen. Die passt bei mir sehr, sehr gut. Ne? Schade ist halt einfach, du hast hier noch irgendwie drei weitere drin, die dann nicht so unbedingt passen, aber egal. Dann verwende ich von Charlotte Tilbury das Brow Fix Clear Brow Gel. Das ist dieses hier auch ein Produkt, was ich noch gar nicht so super häufig verwendet habe. Läuft bei dir. Man könnte meinen, ich würde am Hafen wohnen. Tue ich aber nicht, der ist ganz schön weit weg. So, die Augenbrauen sind fixiert. Jetzt gehen wir weiter zu der Lidschattenpalette.
Und LGBTQIA+ heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt einen Regenbogenlook schminken muss, sondern es kann ja auch einfach ein bisschen gemuteter sein. Ne? Mal gucken, ob ich das übers Herz bekomme. Ich habe hier von Wayne Goss The Luxury Eye Palette Amber. Die hatte ich mal in einer Beautylish Mystery Bag irgendwie mit drin. Dieser Lucky Bag, genau, die zum Jahresanfang kam. Und da wollte ich auch unbedingt diese Palette nochmal ausprobieren. Das ist halt wirklich eine sehr edle, sehr zurückhaltende Palette. Ja, ne? Kriegt Claudi dorthin? Kriegt Claudi die erstmal auf? Ja. Und wir haben hier überwiegend matte Töne, einen Schimmerton. Das ist halt wirklich nicht meine Komfortzone, ne? Aber ja, mal gucken. Die Töne haben auch ganz klassisch nur die Farbnamen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Man könnte meinen, ein Mann hat diese Palette designt und das ist ein Vorurteil. Ich gehe in den Ton Nummer 1 rein. Das ist ein schöner Cremeton und sette damit einfach auch so ein bisschen meine Base, setze ihn auf mein bewegliches Lid, so als Vorbereitung. Als Settington ist er für mich eigentlich sogar ein bisschen zu dunkel. Deswegen blende ich den auch schon mal so in die Lidfalte ein bisschen intensiver rein. Ich gehe jetzt in den Ton 2, das ist einfach ein ganz helles Brauntönchen. Den setze ich mir hier außen hin und ziehe den auch in die Lidfalte. Dann haben wir hier so einen Aprikoton, der auch ein bisschen Schimmer mit dabei hat. Eine ganz interessante Geschichte. Wenn ich den aber swatche, sehe ich da nicht so super viel Schimmer. Da gehe ich jetzt auch mit dem Blendepinsel nur ein bisschen rein und den setze ich mir hier außen nochmal als Intensivierung mit dran. Ich weiß jetzt nicht, nee, den Rotton, den lasse ich, glaube ich, jetzt mal außen vor. Das ist mir dann jetzt einfach zu rot. Das bin ich auch ehrlich nicht ganz so. Das hier passt nämlich auch echt schön jetzt zum Look mit dazu, ne? Was haben wir denn hier? So ein Braun mit einem ganz leichten Schimmer mit drin. Ich glaube, den setze ich mir an den unteren Wimpernkranz. Ich glaube, das kann was werden. Da habe ich jetzt auch einen ganz präzisen Pinsel aus dem ersten Gender X Beauty Pinselset mit diesen Sparkles drin. Und dann kommt der einfach hier unten drunter. Ja, hättet ihr gedacht, dass ich bei so einem Thema so einen Look schminke? Ich auch nicht. Ich hatte auch ein paar andere Paletten in der Hand, aber irgendwie habe ich mir gedacht, dass diese Palette jetzt einfach auch mal dran sein darf. Der Concealer trägt sich hier unten leider ein bisschen ab. Ich glaube, diesen Glitzerton, der hier mit drin ist, kann ich am besten mit dem Finger auftragen, ne? Genau, das mache ich jetzt auch. Den Ton Nummer 6. Ach, guck mal, das ist eher so ein Topperton. Wie so nass auf dem Auge, okay. Der ist natürlich mega. Also sehr, sehr schön, ne? Den mag ich gerne leiden. Da hätte ich aber definitiv auch noch das Orange auf das Lid mit draufziehen können. Oder das Braun oder so, ne? Dass man das als Basis hat, aber egal. Aber ich glaube, für den Innenwinkel ist er mir zu glitzernd. Da nehme ich jetzt den Highlighter von Maxim nochmal zur Hand. Leute, ich fühle mich mit diesem Look so erwachsen. Fast schon zu erwachsen. Aber ich mag den richtig gerne leiden, das kann man nicht anders sagen. Ne? Es ist ein schöner, tragbarer Look. Man könnte jetzt natürlich so ein bisschen was Buntes auf die Wasserlinie geben. Zum Beispiel diese Nabla. Oh, ich glaube, das mache ich. Oder mache ich es nicht? Doch, ich mach's, oder? Ja. Da habe ich nämlich hier den Cupid's Arrow. Den will ich ja. Der ist doch super. Komm, den machen wir jetzt auch. Arrow Pop in der Farbe Mint. Ich liebe ihn. Und der kommt jetzt einfach an die untere Wasserlinie. Komm. Komm, so ein bisschen. Und das Gute von diesen Arrow Pop-Dingern ist halt, dass die auch richtig, richtig lange so halten. Ne? Das sieht jetzt wirklich ein bisschen 90er aus, dass ich mir das nur auf die Wasserlinie getragen habe und nicht nach unten verblendet habe. Oder eher 2000er ist das, ne? Ich weiß ja nicht. Ja, mal gucken. Denn ich habe jetzt natürlich auch noch einen Eyeliner hier. Das ist von Love mit Oscar Artem, die Artem Eye, der Graphic Liner. Ich finde den super und bei mir hält er auch gut. Ich habe Gott sei Dank kein Montagsprodukt. Das ist mit einer richtig tollen Pinselspitze, wo irgendwie ein Haar dran hängt oder so. Vielen Dank. Und damit ziehe ich mir jetzt oben einen Eyeliner. Also definitiv mit Eyeliner sieht das auch und ja, dem Wasserliniengedönsen harmonischer aus. Als nächstes verwende ich ein Fixing Spray, der Rodeo Drive Make-up Fixer von Ofra. Der kommt zum Beispiel auch in dem in der Purish Pride Box mit Maxim raus oder ist rausgekommen, genau. Da findet man den auch drin und ich liebe diesen, oh, sieht so wunderschön aus, ne? Diesen Gold Dust. Das kann ich mir jetzt natürlich auch wieder einventilieren. Und bevor ich die Mascara verwende, werden meine Wimpern gebogen.
Denn jetzt möchte ich eine Mascara verwenden, die von Kevin O'Quinn, The Volume Mascara. Ich habe keine Ahnung, wo ich die nochmal her habe. Die müsste auch mal irgendwo in einem Adventskalender gewesen sein. Selbst gekauft habe ich mir die, glaube ich, nicht. Die hat aber ein wirklich interessantes Bürstchen. Das ist ein Faserbürstchen, was winzig klein ist und somit eigentlich dann auch perfekt jede Wimper greifen müsste und auch sehr, sehr schön innen verwendet werden kann. Die riecht schon stark nach Mascara, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Dem kleinen Ding hätte ich nicht zugetraut, so eine Wirkung zu haben. That's what she said, ich weiß. Alter Schwede! Guckt euch mein Video an, wo ich euch mein Fullface geschminkt habe mit den natürlichen Inhaltsstoffen. Da sieht man, es kommt wirklich auf die Mascara an. Und das Video hatte ich gestern gedreht, ne? Also meine Wimpern haben sich seitdem nicht so viel verändert. Und diese Mascara machte wirklich was Schönes. Die macht Länge mit rein. Hier habe ich ein bisschen sehr außen verklebt, aber trotzdem finde ich, dass das, also mir gefällt es halt, ne? Ich finde es richtig, richtig cool. Oh mein Gott! Also, das sieht toll aus. Klimperwimpern sind am Start, ne? Wawawum Lashes. Also, wenn es sie noch geben sollte, kann ich euch die echt empfehlen. The Volume Mascara, ne? Wisst ihr Bescheid? Krass. Ja, ich habe ja auch ein Wimpernserum in Anwendung, aber trotzdem. Also, das macht halt schon was aus, wenn man eine vernünftige Mascara verwendet. Als nächstes entfette ich jetzt so ein bisschen die Lippen, denn ich habe hier einen Lip Liner von Karl Lagerfeld und Model Co. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Wir müssen mal gucken. B17KO2. Ist das die Farbe? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kühler Ton, aber sehr, sehr schön. Könnte auf jeden Fall auch gut zum Look passen, denke ich mal, ne? Und das ist ein sehr, sehr schöner Beereton, der jetzt auch wirklich zu dem Blush passt, ne? Also das gefällt mir richtig gut. Natürlich gebe ich mir aber on top auch noch, upsala, falsche Seite, einen Lippenstift. Beziehungsweise, das dürfte ein Lipgloss sein, ne? Das ist Le Riot Lip Gloss in der Farbe Venus von House Laboratories. Habe ich damals, glaube ich, mal über Amazon bestellt. Ist okay, aber da gibt es tatsächlich auch Formulierungen mittlerweile auf dem Markt, die besser sind. Ich finde es aber schön, dass ich diesen dezenten Augenlook habe mit diesem Hauch von Farbe und dann diese etwas dunklere Lippe dazu. Also mir gefällt der Look und ich finde, der Haarreifen muss mal ab, ne? Aber zum Haarreifen hätte jetzt die Lippe sehr gut gepasst. Auf jeden Fall finde ich, dass der Look wirklich schön aussieht. Es ist ein toller Sommerlook geworden und es sind einfach unterstützenswerte Marken, meiner Meinung nach, die man sich gerne mal anschauen kann. Alles in der Infobox verlinkt, was ich soweit finden konnte. Und ich bin jetzt einfach gespannt, wie die liebe Sarah Isabel ihren Look schminken wird. Und die wird sicherlich bunt werden. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.